Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte das Thema Altersarmut einmal von Frauen beleuchten. Die meisten Erwerbstätigen eint der Wunsch, dass sie im Alter das Leben genießen wollen und in Würde ihren Ruhestand leben. Leider ist das nicht für alle möglich, insbesondere wenn es die finanzielle Situation nicht zulässt. Das Armutsrisiko von Frauen über 65 Jahre ist im Saarland von 16,1% im Jahr 2005 auf 20,4% im Jahr 2018 gestiegen. Die Bestandsrenten wegen Alters lagen Ende 2018 im Saarland bei den Männern im Durchschnitt bei 1.284 Euro, bei den Frauen bei 558 Euro. Laut Aussage der Arbeitskammer sind Frauen im Saarland besonders stark von Altersarmut betroffen und die Altersarmut wird sich zukünftig verschärfen. Zeiten familiärer Sorgearbeit, Kindererziehung oder in der Pflege von Angehörigen, Teilzeitarbeit, Minijobs und niedrige Löhne führen am Ende des Erwerbslebens zu sehr geringen eigenständigen Rentenansprüchen. Im Saarland finden sich erwerbstätige Frauen überdurchschnittlich häufig im Niedriglohn in geringfügiger Beschäftigung. Und vor allem ältere Arbeitnehmerinnen werden auf dem Arbeitsmarkt oft diskriminiert, sodass nur wenige einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen können. Ist das alles richtig? Aber auch die Alleinstehende beziehungsweise die alleinerziehende Frauen haben das Risiko, von Altersarmut betroffen zu sein. Fast jede dritte alleinstehende Neurentnerin könnte zukünftig auf Grundsicherung angewiesen sein. Wie ist das Leben, wenn man kein Geld hat? Der Alltag ist öde und grau. Zu hohe Mieten, kein Geld fürs Restaurant, für Zoobesuche mit den Enkeln oder auch für eine neue Brille. Manchmal reicht das Geld am Monatsende nicht mal mehr für den nötigen Einkauf. Und um noch mehr zu sparen, heizen viele Frauen nur noch ein Zimmer. Es entsteht eine nicht ausreichende Versorgung an Lebensnotwendigem. Ob Friseurin, Kellnerin, Kassiererin, Altenpflegerin, Putzfrau oder Verkäuferin hinter der Fleischtheke, all diese Frauen leisten wertvolle Dienste und arbeiten oftmals hart, aber was passiert? Dass sie dafür zu wenig Lohn erhalten, ist meines Erachtens nicht gerecht. Wer in seinem Leben lang einen Job mit niedrigem Verdienst hatte, was oft mit schwerer körperlicher Arbeit einhergeht, dem reicht in diesem Land die Rente später meist nicht aus. Frauen, die nach ihrem Erwerbsleben im Alter arm sind, haben damit meist bis zum Ende ihres Lebens zu kämpfen. Aus eigener Kraft können sie im Rentenalter der Armut kaum entkommen. Die wenigsten können sich genug dazu verdienen, um ein gutes Alterseinkommen zu erreichen. Altersarmut ist für den Einzelnen fast immer ein dauerhaftes Problem. Und von Altersarmut betroffen sind vor allem alleinstehende Frauen. Wie viele Frauen in unserem Land arm sind, ist oftmals gar nicht sicherzustellen. Einige beziehen im Rentenalter Grundsicherung. Allerdings beantragen die wenigsten anspruchsberechtigten Rentnerinnen die Grundsicherung. Mögliche Gründe dafür sind Scham oder auch Unwissenheit. Diese verdeckte Armut sollte bei der Einschätzung der Altersarmut auch berücksichtigt werden. Im Juni 2019 bezogen im Saarland 8.313 Frauen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Nun frage ich Sie, was haben diese Frauen falsch gemacht? Nichts. Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, muss im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Applaus
Wollen wir, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eine solidarische und gerechte Gesellschaft, die Chancengleichheit für alle Menschen, ob arm oder reich, bietet. Einige Grundsteine sind gelegt. Durch das Gute-Kita-Gesetz sind nicht nur Eltern, die Sozialleistungen beziehen, von den Kita-Gebühren befreit. Auch wer einen Kinderzuschlag oder Wohngeld erhält, darf seine Kinder von nun an beitragsfrei zur Betreuung schicken. Dann die Einführung der Grundrente. Durch die Einführung der Grundrente werden 1,2 bis 1,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, mit der Grundrente im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Das ist ein sozialpolitischer Meilenstein. Und vor allem Frauen nutzt die Grundrente. 4 von 5 Berechtigten werden weiblich sein. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ersten Schritte sind getan, die Grundsteine sind gelegt, aber es gibt noch vieles zu tun, dass die Rente im Alter zum Leben reicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.